Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Zuallererst wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Silvestertage haben dürfen, beziehungsweise Silvester und Sonntag und jetzt auch, je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt, ein schönes verlängertes Wochenende gehabt. In meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass mein Buch endlich erschienen ist. Und ich habe mir gedacht, womit könnte ich euch denn noch mehr Freude machen als mit Gedichten, die ich in meiner Jugend geschrieben habe. Jugend heißt ungefähr irgendwann so zwischen 14. und 19. Lebensjahr. Es sind zwei relativ kurze Sachen. Ich habe mir damals sehr viel Mühe gegeben, schon Gedanken über dies und das gemacht und eure Meinung dazu würde mich natürlich auch sehr interessieren. So, fangen wir an mit die Position des Richters. Es war einst ein Richter, ein sehr gescheiter Mann, von dem die Menschen wussten, dass man ihm vertrauen kann. So trug es sich zu, kein Wort ist erlogen, dass man ihm hatte jedwede Fehlhaftigkeit entzogen. Sein Urteil war gut und meistens gerecht. Niemand war vor ihm sicher, wenn er im Innern war schlecht. Er hatte den Blick etwas Durchdringendes, eine große Gabe. Und zum Glück des Volkes schützte er damit der gerechten Habe. Doch nun trug es sich zu, der Richter wurde krank. Sein Arzt nutzte die Chance, gab ihm einen besonderen Trank. Er erhob sich nie wieder, der gerechte Richter. Etwas verdutzt waren der Menschen Gesichter. Herr Richter, ach weh, was ist denn geschehen? Man kann ja Ihren Bauch gar nicht mehr sehen. Der verkleidete Arzt winkt ab und spricht. Es liegt an meinem Arzt, der bat mich auf Diät zu gehen. Im Saal des Urteils waren viele entsetzt, wieso der Richter denn jetzt plötzlich die Feinde des Arztes zerfetzt. Herr Richter, wir wissen, Sie sind ohne Makel, aber wenn Sie es erklären würden, wird's uns besser gehen. Der gescheite Arzt denkt kurz drüber nach, hält kurz inne und hebt seine Stimme. Es ist etwas, das ich habe, ein Gefühl, das spürt das Verbrechen, das müsst ihr verstehen. Und ihr dürft mir vertrauen, mein Urteil trifft keinen der Guten, sondern nur alle Bösen und Schlimme. Dennoch verunsichert geht das Volk seiner Wege. Niemand traut sich in des Richters Gehege. Jeder merkt es, doch keiner spricht's aus. Der Richter ist anders. Wie kommen wir aus der Sache nur raus? Der Bürgermeister, ein Mann ohne Skrupel, beschließt für sich, mein lieber Herr Richter, entweder du oder ich. So engagiert er ohne groß Warten einen Spezialist für den Übergang vom Leben zum Tod, spielt damit seine Karten. Unachtsam, wie der neue Richter war, ging es recht schnell, bis es geschah. Keine Bedrohung hatte er vermutet in seiner Machtposition. Nun war es ein Berufskrimineller, welcher stieß den Richter vom Thron. Doch der dachte sich, warum eigentlich verschwinden? Ich kann die Rolle des Richters doch auch an mich binden. Jahrhunderte vergingen, Richter nach Richter, unsterblich in ihrem Posten. Machtpositionen fangen wohl nie an zu rosten. Sei es nur ein Militärstaat, eine Kirche oder das Rektorat einer Schule. Worauf ich hinaus möchte ist, denk doch mal nach. Ja, ich gebe zu, manche Reime waren damals noch nicht so richtig ausgefeilt, so. Aber schon damals wollte ich, dass meine Mitmenschen etwas mehr über die Dinge nachdenken und vor allem Autoritäten in Frage stellen. Ich hoffe, dieses Gedicht hat das ein wenig rüberbringen können. Und jetzt eins meiner alten, ja, wenn auch kurzen Favoriten. Ja, es ist schon, wenn man bei seinen eigenen Gedichten Favoriten hat, dann merkt man, dass man mit dem Narzissmus auf ein nächstes Level gekommen ist. Nein, Entschuldigung. Nein, es macht mir einfach Spaß zu schreiben und über meine Unsicherheit, was diese Dinge angeht, übertünche ich häufig mit, ja, überheblichem Schwall. Aber wie dem auch sei. So, das nächste Gedicht. Die Welt ist mein. Es lebten einst vor langer Zeit und auch noch heute, nah und weit, Menschen, die von sich gedacht, sie hätten gar unendlich Macht. Es waren Krieger und Cäsaren, Menschen, Mörder und Barbaren. Doch die Welt, wie sie heute ist, gehört schon mir, wie ihr wohl wisst.
Einer der größten war bekannt als Julius im Kampf bewandt. Er hatte Männer, Ruhm und Ehr, dank Brutus jedoch nimmermehr. Er überrannte seine eigene Stadt, setzte den Senat schachmatt. Doch dieser riss sein Welt in zwei, wurde gestürzt von mehr als drei. Des Kaisers tragischer Tod seine Welt vom Mensch bedroht. Doch nicht nur Krieger genossen Macht, auch der Denker hielt's für angebracht. Natürlich, wie der Denker ist, verbarg er dies mit Trug und List. Sokrates, ein kluger Mann, zeigt deutlich, wie man scheitern kann. Er schuf sich seine Gedankenwelt, lebte ohne Gewalt und Geld. Doch auch er fand früh die Ruhe, der Schieringsbecher tat den Rest dazu. Auch Fanatiker hat die Welt hervorgebracht, bekamen durch Not und Angst die Macht, manipulierten und brachten Furcht über diese Erde. Fremd war ihnen des Menschen wert. Hunderte Millionen, nur noch Schatten eines Lebens, eine Welt im Griff des Elends. Auch diese Menschen, gestorben durch die eigene Hand, haben nicht den Sinn der Welt erkannt. Ich vergaß zu erwähnen, nicht nur mir gehört diese Welt, sondern auch dir. Sie gehört uns präziserweise, ein Geschenk für die, die sie annehmen, auf ihre Weise. Ohne den anderen unsere Welt aufzuzwingen, ohne zu versuchen, sie in unsere Welt zu bringen. Denn jeder nimmt sie anders wahr, einzigartig, individuell, einfach wunderbar. Niemand kann eine andere Welt erringen, um dich gleich von dem Gedanken abzubringen. Jedoch kannst du deine Welt teilen, um auch mit deinen Liebsten dort zu verweilen. Das Universum in seiner ganzen Pracht hat mir Tag für Tag eins klar gemacht. Es geht nicht um Größe in jedweder Form. Es gibt für all das keine grundlegende Norm. Es gibt nur uns und das, was wir denken. Es gibt nur ein Wir. Den Rest kann man sich schenken. Ja, Mensch, Worte. Krass. Immer wieder verrückt. Dankeschön, Dankeschön, dass ihr euch meine Gedanken wieder ein wenig angehört habt. Mein Buch ist unten wieder verlinkt, beziehungsweise die Website. Ihr könnt mir gerne eine Mail an max.brackenofficial@gmail.com schreiben mit der Anzahl der Exemplare. Ich bedanke mich an alle, die bisher schon das Buch bestellt haben. Es ist schon international unterwegs, in die Schweiz, in Deutschland und auch Richtung Norden geht's bald los. Ich hoffe wirklich, dass es dem einen oder anderen wirklich Freude macht. Ich hoffe, dass es euch ja, Mehrwert gibt in irgendeiner Form. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr richtig schön mit euren Freunden darüber ablästern könnt, damit wenigstens das Geld nicht ganz umsonst ausgegeben war. Dankeschön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne weitere Woche. Und wenn ihr Gedichte habt, die ihr vielleicht von mir vorgetragen haben wollt, warum auch immer, dann würde ich mir natürlich noch mehr Mühe geben, als ich es heute gemacht habe. Vielleicht ein bisschen, ja, mit mehr Körper und Geist. Wie gesagt, wir können ja gemeinsam auf diesem Kanal Schabernack treiben. Das ist ja, wie gesagt, kein großer Kanal. Ich habe auch nicht die Ambition, jetzt sonderlich reich damit zu machen, sondern vor allem, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, Freude haben und meine Gedanken mit euch zu teilen, und ich bin immer wieder dankbar, wenn ihr auch eure Gedanken mit mir teilt. In diesem Sinne, alles Gute euch, Liebe, Freude, Frieden und bis bald wieder. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch zuallererst...